Vor 2 Jahren sind sie abgestiegen, die Innsbrucker. Jetzt sind sie wieder da und das sogar mit dem gleichen Namen wie damals. Und traditionell darf der Aufsteiger wieder sich zu Hause vor den eigenen Fans präsentieren. Und was gibt es da Schöneres als Rapid, der Rekordmeister, der hierher kommt, um dieses Eröffnungsspiel zu liefern. Aber es wird eine harte Nuss werden für den Aufsteiger. Denn Rapid kommt gerne in den Westen, nicht nur zum Skifahren, sondern auch zum Fußballspielen. Denn in den letzten gemeinsamen 4 Bundesliga-Saisonen hat Rapid nie verloren, hat sogar 10-mal gewonnen und hat darüber hinaus 6-mal unentschieden gespielt. So will Rapid heute den ersten Sieg einfahren und die Innsbrucker genauso dagegenhalten. Mit neuen Spielern, wo wir mal schauen müssen, wie sie heute funktionieren. Harding, der Ex-Rapidler, rechts. Iñaki, der Spanier im Zentrum. Pichler, doch überraschend, der Ex-Junior-Red Bull-Spieler in der Mitte. Hauser, das war zu erwarten. Abraham ist der Abräumer in der Defensive. Koch, das große Talent, auch von Rapid umworben, rechts. Prokopitz, Ex-Rapidler, halb rechts. Öbster, der Neuzugang aus New York, links. Und Schretter, so eine halbe Spitze hinter Burgic, dem Slowenen. Gespannt sind die Fans. Man rechnet insgeheim sogar mit ausverkauftem Haus. Und die Fans werden Rapid so einlaufen sehen. Hedl, darüber haben wir schon gesprochen, die Nummer 1. Sonnleitner, der Neuzugang, sofort Stammspieler neben Patoka, der Suma ersetzen muss. Kajan hat das Rittern gegen Hinum und gegen Dober gewonnen. Katzer links. Die Variante doch mit 2 defensiven Leuten, Haikinen und Pelivan, der zuletzt in Litauen erkrankt war. Fiebrig im Bett lag, ist wieder dabei. Kablak links, Hofmann wieder rechts, zuletzt in Europacup-Finale, nicht Finale, aber in der Qualifikation, soweit sind wir noch nicht, spielte im Zentrum und doch wieder mit Salihi und Jelavic. Salihi spielte ja in Litauen nur eine Halbzeit lang. Das sind die Unparteiischen, die hatten keine weite Anreise. Sie kommen aus Vorarlberg, Robert Schörgenhofer, der fleißigste Schiedsrichter in der letzten Saison mit den meisten Einsätzen. Aber da müssen die Spieler aufpassen. Ein Mann, bei dem die gelbe Karte sehr locker sitzt. Der lässt da nicht viel zu. Hat auch 5 Spieler letzte Saison vorzeitig in die Kabine geschickt. Die Euphorie groß, egal wo man hingeht. Jeder freut sich über die Rückkehr in die Bundesliga. Sehr gelb, gell? Bleibt jetzt hier anspielen, ja? Also, alles gut, Digga. Alles gut, Spiel. Die beiden Kapitäne, Steffen Hofmann und Pascal Grünwald. Die Assistenten möchte ich mir noch vorstellen, Matthias Winsauer und Christopher Jäger. Peter Backholz. Da kann man reden und denken, was man will. Er ist erfolgreich mit seiner Mannschaft und vor allem, er spielt attraktiven Fußball. So wie früher als Torjäger, so offensiv lässt er seine Mannschaft spielen. Zum 3. Mal hintereinander haben die Rapidern den Fans was geboten und immer die meisten Tore der Liga erzielt. Anstoß haben die Innsbrucker. Von links nach rechts mit der berühmt-berüchtigten Nordkette im Rücken. In der Bundesliga war er kein Glücksfall für die Innsbrucker. In 6 Spielen gab es nur einen Sieg unter der Regie von Robert Schörgenhofer. Schretter, da wird man sehen, ob er auch so torgefährlich bleiben kann wie in der ersten Liga. Wird sehr wichtig sein für die Innsbruck und vor allem wird es wichtig sein, vor den eigenen Fans zu gewinnen. Die Heimstärke könnte das Trumpfass sein, wenn es darum geht, die Liga zu halten. Aber in den letzten 11 Jahren ist es auch noch keinem Aufsteiger passiert, dass er direkt nach dem Aufstieg wieder runter musste.
Zuletzt passierte das vorwärts Steyr und das ist doch schon eine lange Zeit her, vor 12 Jahren war das. Es geht los, Eröffnung auf dem Tivoli. Innsbruck ist back, Rapid ist Gast. Mal abwarten. Die erste Viertelstunde heißt es immer wieder bei Innsbruck. Man beginnt vorsichtig. Gnacchi mit dem Kopfballgewinn gegen Salihi. Wieder der Spanier. Einwurf für Innsbruck. Harding hat selbst 18 Mal für Rapid gespielt. Für ihn sicher ein besonderes Spiel. Sonnleitner. Gnacchi. Und Grünwald. Jörg Harding soll vor allem Fabian Koch absichern, damit der offensiv werden kann. Hofmann. Heikkinen. Kajan. Und auch nervöser Beginn beim Kapitän. Ja, auf seine Kopfballstärke müssen sich die Innsbrucker einstellen. 9 Kopfballtore. So viele schafften einst nur Meierlieb, als er in Pasching spielte, und Ruschfeld, als der noch für die Wiener Austria auf Torjagd ging. Hofmann. Schon abgepfiffen. Jelavic, die Strafraum-Kobra, genauso wie Salihi. Sie haben alle ihre Tore innerhalb des 16-Meter-Raums erzielt. Da ist dann praktisch ihr Arbeitsrevier. Gnacchi, langsamer Aufbau, Harding, Koch. Und erstmals Raimund Hedl, sicher, ruhig, so wie er das ganze Frühjahr über agiert hat. Heikkinen wartet zu lange, aber dann rutscht Retter weg. Harding vor Kablak. Ist auch nicht sicher, ob er wirklich die ganze Saison über in Hütteldorf bleibt. Veli Kablak. Kaiserslautern soll Interesse an ihm haben. Hauser. Es gibt Abschluss. Linke Seite der Innsbrucker könnte die stärkere sein, mit Öbster, mit Schretter, Hauser. 3 Spieler mit einem wirklich starken linken Fuß. Kabla. Katzer. Nun kann man nur hoffen, dass er endlich einmal eine Saison wieder verletzungsfrei spielen kann. Sonnleitner, Heikkinen. Sehr forsch die Innsbrucker. Ziehen sich nicht zurück bei Ballverlust. Kaya. Ihm hat das Jahr bei Wiener Neustadt sehr gut getan. Nicht Hofmann, sondern Kaya. Hauser.
Rapid tut sich schwer, weil die Innsbrucker sehr aggressiv in die Zweikämpfe gehen, sehr eng am Mann stehen. Walter Kogler hat da sehr viel gefeilt. Als ehemaliger Abwehrspieler schlägt sein Herz auch in erster Linie für die Defensive. Und so waren die Innsbrucker auch erfolgreich in der ersten Liga. Pichler. Hauser. Jelavic. Hofmann. Katzer. Sonnleitner hat sich sofort integriert in die Mannschaft. Vor allem besticht er durch seine Schnelligkeit. Foul an Jelavic, Freistoß. Dieses Foul haben noch nicht alle Fans gesehen, denn es stehen noch viele draußen vor den Kassen, die rein möchten. Kein Foul gegen Jelavic, sondern umgekehrt. Öbster. Dem fehlt sicher noch die Spielpraxis. Er hat zuletzt wenig gespielt bei Red Bull New York. Harding. Abraham. Für Koch. Wird wohl zu weit sein. Lauf nach innen, zeigt der Tscheche an, der auch in Griechenland bei Xanthi, wo Gspurning spielt, in der Mannschaft war. In der Türkei hat er gespielt, zuletzt in Schweden. Katzer kommt mit. Kablak, Katzer, wollte es durch die Beine von Iñaki versuchen. 32 Jahre alt, jede Menge Erfahrung in der zweiten und auch in der ersten spanischen Liga. Station. Zu weit. Raimund Hedel machtlos. Am Boden Heikkinen, nein, Sonnleitner liegt da. Weiter Ball, gar nicht gezielt. Dann verschätzt sich Heikkinen, Zusammenprall Sonnleitner und dann freie Bahn für Schredder und das macht er wirklich gut und damit liegt Rapid mit 0:1 zurück. Nicht genug der schlechten Nachrichten. Sonnleitner muss raus. Schwere Platzwunde. Ja, da sehen Sie, wie hart dieser Aufprall gewesen ist, der Ex-Rapidler Boris Prokopitz, aber er wird wohl weitermachen können, während Sonnleitner immer noch benommen am Boden liegt.
100% Ausbeute bei den Innsbruckern. Erster Torschuss und gleich ein Treffer. Nicht zum ersten Mal, dass wir Sonnleitner mit einem Turban sehen. Prallen einfach beide zusammen, beide schauen nach dem Ball. Sofort platzt die Haut auf bei Sonnleitner. Er geht vorerst einmal in die Kabine und ich glaube nicht, dass er kommen wird. Eder macht sich schon bereit, der Ex-Innsbrucker. Böser Auftakt für Rapid und für Sonnleitner. Ein optimaler für den Aufsteiger. Marcel Schretter hat damit die erste Frage schon beantwortet. Er wird auch in der Bundesliga Tore erzielen. Eder, der sehr enttäuscht war, dass nicht er für Soma zum Einsatz kam. Hier der Kopfball, Sonnleitner fehlt in der Mitte. Keiner kümmert sich um Schretter und das macht er wirklich gut. Gar nicht scharf, aber sehr platziert ins lange Eck. Jelovic. Weiterspielen, sagt Schiedsrichter Schörnhofer. Und auch die Innsbrucker müssen warten auf ihren Spieler Prokopitz. Der wird genäht, während Eder sich noch warm macht. Zu überraschend kam sein Einsatz. So, jetzt gibt es die erste gelbe Karte für Harding. Foul an Kablak. Prokopitz kann hier genäht werden, während Sonnleitner ins Krankenhaus muss. Die Wunde zu groß. Einen Mann weniger. Katzer. Abraham wurde zurückbeordert. Der wollte etwas weiter vor. Kabla, Hofmann jetzt im Zentrum, Schretter, Koch, Iliak. Foul an Burgic. Seiner, der den Ball gut abdecken kann, der den Ball behaupten kann, damit gibt er den Mittelfeldspielern Zeit nachzurücken, Miran Burgic, der Slowene. Tagen wird er 33 Jahre alt. Heikkinen. Heikkinen, Hofmann, Patoka, die waren dabei.
im März vor zwei Jahren beim 4:1-Sieg gegen die Innsbrucker. Paul Hauser. Und auch da gibt es die gelbe Karte. Und das zu Recht. Mit gestrecktem Bein geht er in diesen Zweikampf. Dabei waren die Innsbrucker der letzten Saison noch das fairste Team mit den wenigsten gelben Karten, mit den wenigsten Platzverweisen. Kajan sehr stämmig, sehr kräftig. Man hier gesehen, wie er seinen Körper zwischen Gegner und Ball stellt. War dann doch zu viel. Freistoß für Innsbruck und Prokopitz kommt zurück, frisch genäht mit neuem Kopfschmuck. Damit Innsbruck wieder komplett. Biedemann. Ida. Abraham dazwischen. Einwurf für Innsbruck. Abraham liegt am Boden. Thomas Abraham, 31 Jahre alt. Spielte zuletzt in seiner Heimat in Tschechien. Unglücklich steigt ihm der Katzer auf die Wade. Sehr wichtig, dass routinierte Leute mit dabei sind bei den Innsbruckern, nachdem Andi Schrott noch circa 3 bis 4 Wochen brauchen wird nach seiner Hüftoperation. Schweinocher, der wird den ganzen Herbst über ausfallen nach seinem Kreuzbandriss, ist zwar schon in der Reha, aber das dauert natürlich noch. Kablak. Also die Innsbruck überraschen mich. So mutig, wie sie spielen, dass sie versuchen, mit Pressing in der Hälfte der Rapidler schon den Ball zurückzuerobern. Und die Rapidler sichtlich überrascht. Haben sie vielleicht auch erwartet, dass der Aufsteiger sich zurückziehen wird? Iñaki. Prokopitz läuft weiterhin unrund. Hat auch seinem Trainer gesagt, dass ein Taubheitsgefühl in den Fingern verspürt, da will man kein Risiko eingehen und deshalb wird gleich Löffler auflaufen und für Prokopitz auch das Spiel vorbei sein. Bichler hat das geschickt gemacht. Iñaki. Hofmann, rechts kommt Kajan. Das ist das Spiel von Rapid. Über die Seite, keine Mannschaft beherrscht das so gut wie die Rapidler. Über die Außen für Gefahr zu sorgen. Und deshalb profitieren auch Jelavic und Salih mit ihrer Kopfballstärke. So, jetzt kommt es zum Wechsel. Für Prokopitz ist der Arbeitstag vorbei. Damit der zweite Wechsel, Sonnleitner raus, Prokopitz raus, nach dem Zusammenprall. Pichler. Willi war dazwischen, Salihi.
Heikkinen. Kablak, Burgic liegt, deshalb die Pfiffe. Jetzt schaut Eder sich um und er wird den Ball sicher rausspielen. Hier die Aktion, Eder gegen Burgic und Eder setzt den Ellbogen ein. Hätte eigentlich Foul-Freistoß für Innsbruck geben müssen. Burgic im Gespräch mit Pelivan. Und er zeigt an, was es war. Burgic, ein Sprachentalent, kann Türkisch, spricht sehr gut Deutsch. Und kann sich deshalb auch bei Schürgenhofer bestens mitteilen. Eder. Löffler. Löffler auf einer eher ungewohnten Position für ihn, denn im letzten Jahr in der ersten Liga kam er, wenn zum Einsatz, meist auf der linken Seite. Dieses Mal nimmt er direkt die Position von Prokopitz halb rechts im Mittelfeld ein. Harding. Rapid tut sich sehr schwer. Einen einzigen Torschuss haben wir gesehen bisher, innen von Jelavic, den er wie gewohnt mit dem Kopf abgegeben hat. Leben musste in der letzten Zeit. Seine Mutter ist verstorben. Peter Parkholt, nicht begeistert von dem, was seine Mannschaft zeigt. Die Rapiter sind ja direkt von Litauen hierher nach Innsbruck gereist, haben in Aksam trainiert. Seite. Jelavic, Spickler dazwischen. Kerze. Salihi. Den Ball hat er nicht richtig getroffen. Auch er wird immer wieder in Zusammenhang mit anderen Mannschaften gebracht, denn es ist nicht verborgen geblieben, dass er vor allem im albanischen Nationalteam immer wieder gute Leistungen bringt. Und wenn man 17 Tore erzielt in der Meisterschaft, dann heißt das ja auch was. Hatoka.
So. Bringt Burgic der Ball weg. Das machen sie sehr gut, die Innsbrucker. Der Ballführende wird sofort gedoppelt. Iñaki von Jelavic gestoppt und zu Boden gedrückt. In der zweiten Minute gab es den ersten Abschluss für Rapid durch Jelavic, aber das war seit dieser Zeit auch der letzte. Löffler. Schretter. Kaiha. Ja, das sind Bälle, die schwer zu verarbeiten sind für die Stürmer. Löffler. Zu stark der Pass für Burgic. Der Ball ist im Out. Die Idee war nicht schlecht, aber der Pass zu scharf. Ball eindeutig hinter der Torlinie. Anhing. Jelavic. Foul von Koch an Kaya. Diskussion von Koch mit Christopher Jäger. Die Standards, die Stärke von Rapid. 12 Treffer aus Freistoßsituationen erzielten die Hütteldorfer in der letzten Saison. So viele wie keine andere Mannschaft. Hofmann. Abseitsstellung Eder, der den Kopfball von Jelavic mehr oder minder abwehrt. Da ist noch kein Abseits. Ein Koch dahinter steht, aber jetzt Eder eindeutig im Abseits. Er war Torschütze beim letzten 4:1-Sieg vor zwei Jahren gegen seinen Ex-Verein, gegen Wacker Innsbruck. Ball war im Out. Innsbrucker stehen sehr gut gestaffelt, gut verteilt. Die einzelnen Formationen mit entsprechend gutem Abstand zueinander. Jaki, Kavlak nach, Harding klärt, Pelivan, Katzer. Der Ausschlaggebend war wieder mal Koch, der Druck machte auf Katzer. Salim, Hofmann, die rechte Seite völlig verwaist. Iñaki läuft zum Ball, Jelavic bleibt stehen.
Abraham, Hauser hat jetzt Platz. Öbster. Hat immerhin 40 Spiele für Salzburg absolviert, aber der richtige Durchbruch ist ihm noch nicht gelungen. Löffler gegen Heikkinen, Harting passt auf. Schretter. Öbster. In der Offensive liegt normalerweise seine Stärke, defensiv hat er noch einige Mängel, so Walter Kogler, sein Trainer. Halbe Stunde gespielt. Viele Torszenen haben wir noch nicht gesehen. Einen Kopfball von Jelavic auf Seiten Rapids, einen Schuss aufs Tor von Innsbruck, aber der saß. Und deshalb führt Innsbruck mit 1:0 seit der 9. Spielminute. Inzwischen sollten alle Zuschauer den Weg ins Stadion gefunden haben. Wieder Schretter. Alle bis auf Grünwald in der Hälfte der Rapidler. Auch Harding kommt mit nach vorne. Pichler gegen Jelavic. Es wird auf Stürmerfoul entschieden. Pichler hält sich auch den Mund. Geschmackssache, beide haben gehalten, beide haben gezogen. Koch wieder auf der rechten Seite, auch Harding geht mit, Missverständnis. Es gibt nur Auteinwurf und den für Innsbruck am Boden. Glaube ich, liegt Harding, ja. Fällt Kablak auf Harding drauf. Aber der ist schon wieder im Einsatz. Einwurf für die Innsbruck. Pichler. Iñaki wieder mal Zweikampfsieger, hat fast 90% seiner Zweikämpfe gewonnen und deshalb ist der Sturm von Rapid bisher eher ein lauer Föhn. Für Kabla. Jelavic bisher chancenlos gegen Iñaki, hat alle seine 5 Zweikämpfe gegen den Spanier verloren. Noch hier Iñaki schneller
Eiskablack. Häkkinen. Öbster. Hat Glück, dem springt der Ball an die Ferse, aber nicht ins Out. Abraham mit einem Ballgeschenk für die Rapid-Fans. Sehr engagiert, Walter Kogler. Und das ist die Richtung nach vorne, nicht nach hinten, wie man meinen möchte, sondern er möchte, dass seine Mannschaft früh attackiert in der Hälfte von Rapid. Häkkinen. Kajan macht bisher ein gutes Spiel gegen Öbster. Hofmann noch nicht mit der tragenden Rolle wie letzte Saison. Katzer. Kein Raumgewinn bisher. Und Missverständnis. Koch, jetzt hätte Harding Platz. Gut gespielt. Aber auch etwas der Arm dran von Burgic. Aber nicht gesehen von Schiedsrichter Schürgenhofer. Sehr gefühlvoll von Harding, dem er da zu Unrecht unterstellt, dass er nur kämpfen und rackern kann. Aber die Annahme schon sehr verdächtig mit dem Oberarm von Burgic. Batoka geht noch dazwischen. Und damit sehen wir den ersten Eckball für die Innsbrucker. Sehr leichtsinnig die Rapid-Abwehr. Da meint die Rapid, die Situation sei schon geklärt. Foul jetzt. Gelbe Karte gibt es für einen Innsbruck. Ich glaube, Schretter ist es. Auf der anderen Seite liegt ein Innsbruck am Boden. Vielleicht können wir es hier sehen. Ja, hier geht Pichler zu Boden. Duell mit Jelavic. Und auf der anderen Seite das Foul an Hofmann. Pichler immer noch benommen. Und Schretter erklärt dem Rapid-Kapitän, hey, warum greift ihr an, wenn von uns einer am Boden liegt? Aber dass diese Aktion geldwürdig war, das steht außer Frage. Aber sie verstehen sich wieder und Pichler steht Gott sei Dank auch wieder. Pichler läuft zurück. Selbst kein Kind von Traurigkeit. Jetzt sehen wir ihn durch den Bildschirm laufen. Geier. Ja, das sind keine Flanken, die ein Salihi und ein Jelovic brauchen, sondern das sind einfach hoch nach vorgeschlagenen Bälle, die sehr unangenehm sind für den Stürmer, eher angenehm für den Verteidiger. Iñaki, gutes Auge. Abraham, Löffler, hat Ballglück, Koch. Schretter gegen Eder. Pichler. Pichler. Jetzt liegt ein Rapidler am Boden. Aber auch Innsbruck spielt weiter. Eder war es, aber der läuft schon wieder. Hofmann, den zieht es immer wieder in die Mitte, aber dadurch wird das Rapid-Spiel
sehr eng. Schlechter Pass von Abraham. Kablak, links wäre Jelovic frei. Zu weit für ihn. Kablak, man hat erwartet, dass er die Position unter Umständen von Boskovic erben könnte im zentralen Mittelfeld. Aber Peter Backholt hat sich entschieden, ihn wie in der letzten Saison auf der Seite spielen zu lassen. Ja, da hätte es Freistoß geben müssen. Denn Pelivan wurde gehalten, den gibt es auch. Aikinen. Jelovic. Gut gemacht von Öbster. Wenn man ihm unterstellt, dass er defensiv nicht gut arbeitet, dann hat er das jetzt sehr gut gemacht. Schöner Wechsel auf Koch. Aber keiner, der auf den ersten Pfosten läuft. Alle warteten in der Mitte oder eher am zweiten. Noch in der ersten Hälfte. Löffler. Löffler, Öbster, abseits. Einen Tick früher hätte Löffler spielen müssen. Öbster lief gut hinein, da war es schon zu spät. Da war er schon den halben Schritt vorne. Nicht wirklich im Spiel, Öbster, erst sein 10. Ballkontakt. Spricht für Gajan, der ihn sehr eng deckt. Jetzt Öbster. Abraham Hauser. Viel Platz, da zieht sich Rapid viel weiter zurück als die Innsbrucker. Stellen sich erst so um die 30, 35 Meter auf. Jetzt rücken sie raus. Abseitsstellung. Dass ein Aufsteiger in die Zweikämpfe geht, engagiert zu Werke geht, das ist zu erwarten. Aber dass der Aufsteiger spielerisch mehr zu bieten hat als der Favorit aus Wien, das überrascht doch. Denn Rapid kommt einfach nicht ins Spiel. Sieht man vom Kopfball aus der zweiten Minute von Jelovic ab. Keine einzige Torchance kreiert. Aikinen. Hofmann. Wird bisher gut aus dem Spiel genommen von den Innsbruckern. Koch. Katzer schneller. Missverständnis zwischen Inyaki und zwischen Grünwald. Ja, kein Wunder. Inyaki besucht zwar einen Deutschkurs, aber hat wahrscheinlich das Tirolerische noch nicht drauf gehabt. Irritiert mit seinem Sprung Torhüter Grünwald. Es kommen keine Flanken. Kabla, Pelivan. Aikinen, Kaihan, Kablak, Pelivan. 4 Minuten gibt's drauf. Wer
eigentlich die Aufgabe von Löffler gewesen, hier weiter rauszurücken. Dadurch kommt Pelivan zu diesem Schuss. Hat ja schlechte Erinnerungen an Auftaktbegegnungen. Pelivan letztes Jahr gegen Mattersburg. In Mattersburg musste er mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. Steffen Hofmann, der Überflieger der letzten Saison. Der erste Torschützenkönig als Mittelfeldspieler und das nach 36 Bundesliga-Jahren. Kann noch nicht das Spiel der Rapidler dirigieren. Foul. Kablak. Jetzt kommt eine Flanke, aber jetzt kommt auch Grünwald. Ja, das wäre ein Angriff, mit dem man die Innsbrucker knacken könnte, aber nicht allzu oft gelang das, wirklich über die Außen gut anzugreifen und dann eine schöne Flanke in die Mitte zu schlagen. Ja. Spielte erstmals gegen Wolfsburg, gegen die zweite Wolfsburger Mannschaft in der Innenverteidigung. Da hat er Walter Kogler so imponiert, dass er gleich hier zu Saisonstart wirklich dort ist. Ja, das sind die Bälle, die braucht Jelavic, aber die gab es kaum. Öbster. Bisher noch alle schuldig geblieben. Pelivan, abseits, Salihi. Ja, sehr deutlich sogar. Gut gemacht von Pichler, der auf dieses Abspiel wartete. Spielt gut, lässt Öbster nicht den Funken einer Chance bisher. Schön langsam können sich die Spieler über eine Erfrischung freuen. Weniger freuen wird die Rapid-Spieler, denn da kann ich mir schon vorstellen, dass es da einiges zu erzählen geben wird von Peter Parkholz. Das war's. 1:0 führt der Aufsteiger dank Marcel Schretter. Und das verdient, muss man sagen, denn das Team von Peter Parkholt schaffte es kaum, selbst Chancen zu kreieren. Waren überrascht, dass die Innsbrucker schon in ihrer Hälfte attackierten, mit Vorchecking, mit Pressing agierten. Damit der Spielaufbau bei den Rapidlern sehr klobig, sehr umständlich. Über die Seite kam kaum etwas, keine Flanken oder viel zu selten und deshalb hängen Salihi und Jelavic in der Luft. Die Innsbrucker mit tollem Einsatz und vor allem mit einem tollen Tor von Marcel Schretter. Die Zuschauer sind jetzt alle drin, die Spieler allerdings auch noch in der Kabine. Jetzt auf dem Weg zurück. Ich bin gespannt, ob es einen Wechsel gibt. Es gibt beide Sturmspitzen, Salihi und Jelavic. Also das bleibt unverändert. Und ich kann nur die Worte von Hans Kranke unterstreichen, dieses Spiel ist für Rapid noch lange nicht verloren.
In der letzten Saison mussten die Wiener 7-mal einen 0-1 Rückstand hinterherlaufen und verloren dennoch nie. Aber die Innsbrucker sind eine harte Nuss, zumindest in der ersten Liga. Es gab immer Punkte, wenn die Innsbrucker in Führung gingen. Ja, und mit einem Unentschieden, glaube ich, wäre auch der Aufsteiger zufrieden. Aber wenn man schon einmal führt, mag man natürlich auch mehr. 1200 Rapid-Fans sind hierher gekommen nach Innsbruck. Und da geht jetzt so richtig der Rauch auf. Stehen jetzt hinter dem Tor von Pascal Grünwald. Und die Innsbrucker spielen jetzt auf jenes Tor, auf das sie am liebsten spielen, auf das Tor vor der Nordkette. Aber man weiß auch, die Rapider, je länger so ein Spiel dauert, desto torgefährlicher werden sie. Sie haben mit Abstand die meisten Tore in der zweiten Hälfte erzielt. Und dann kommt ja noch die berühmte Rapid-Viertelstunde, die wirklich wieder eine Seuche geworden ist. 26 Tore allein in der letzten Saison in der Rapid-Viertelstunde. Innsbruck darf sicher nicht den Fehler machen, sich zurückzuziehen, sondern muss versuchen, so couragiert weiterzuspielen, weiter versuchen, die Rapidler in der eigenen Hälfte anzugreifen. Und Rapid selbst muss es gelingen, mehr über die Seite zu kommen, das Spiel zu öffnen, um Lücken zu finden. Beide Mannschaften sind unverändert zurückgekommen. Aber selbst wenn Trainer planen zu wechseln, warten sie meist noch ein paar Minuten ab, damit die gegnerische Mannschaft sich dann etwas schwerer tut, auf das neue System zu reagieren, wenn es ein solches gibt. Patoka. Katza. Kablak war vor allem in den letzten Minuten der Mann, der die gefährlichsten Aktionen inszenierte. Jelavic. Und Pickler spielt wirklich eine gute Partie. Ein Allrounder, den man auch defensiv im Mittelfeld einsetzen kann. Zweiter Eckball für Rapid. Oh, da verirrt sich Grünwald. Jelavic mit dem Kopf, bevor Grünwald mit den Fäusten eingreifen kann, hat die Innsbrucker Glück. Hofmann, Jelavic. Kablak, schönes Dribbling. Aber Harding mit dem Fuß dazwischen. Wieder Pelivan. Diesmal kommt er nicht zum Abschluss. Kajan. Katzer. Diese ersten 3 Minuten schauen schon ganz anders aus. Von Rapid-Seite. Als die meiste Zeit der ersten Hälfte. Öbster tut sich sehr schwer, auch wenn er hier von Heikkinen gefoult wird. Zeigt auf. Burgic erreicht den Ball nicht mehr.
Meister gegen Hofmann. Freistoß für Innsbruck. Eine der wenigen Schwächen der Innsbrucker in der letzten Saison. Sehr harmlose Standards sahen wir von den Innsbruckern, nur insgesamt 12 Tore. Keinen einzigen Freistoß konnten sie direkt verwandeln und das wird kein direkter Freistoß. Öbster mit dem linken Fuß wird hineinflanken. Jelavic vor Harding. Der Gelbkönig in der ersten Liga, Harry Pichler, kein Kind von Traurigkeit, aber macht heute ein wirklich sehr gutes Spiel, hat zwei Drittel seiner Zweikämpfe bisher für sich entscheiden können. Jelavic. Foul von Iñaki. Hofmann. Ja, das sieht ganz anders aus jetzt bei den Rapidern. Kajan. Ja, da wird Peter Backholz wohl einiges zu erzielen gehabt haben. Hofmann. Jelavic zuerst mit dem Kopf, dann der Versuch eines Fallrückziehers von Salihi. Das sieht jetzt auch anders aus als noch in den ersten 45 Minuten. Schöne Flanke, Grünwald. Abraham. Noch. Harding. Schretter. Katzer. Hofmann wird gehalten, Vorteil. Der dann doch keiner mehr war und deshalb gab es verspätet den Pfiff von Schiedsrichter Schürgenhofer. Freistoß für Rapid. Katzer. Die Tiroler versuchen jetzt wieder früher zu attackieren. Walter Kogler schickt Bammer zum Aufwärmen. Perstaller wärmt schon längst auf. Kavlak, der auffälligste Rapidler. Hofmann. Wieder Kavlak. Harding dazwischen. Jetzt kommen sie langsam, die Flanken für Jelavic und Salihi. Und wenn Innsbruck es nicht bald gelingt, mehr Raum zu schaffen, länger selbst am Ball zu bleiben. Nur eine Abwehrschlacht, das wird nicht reichen. Herr Staller nimmt noch den letzten Schluck aus der Flasche, wird bald kommen. Kann mir nicht vorstellen, dass Walter Kogler auf zwei Stürmer umstellen wird. Könnte für mich nur heißen, dass Burgic geht. Oder Perstaller
in einer anderen Position spielt. Die Nummer 10 wird aufgezeigt. Höpster mit keinem guten Einstand bei Innsbruck. Konnte sich seltenst durchsetzen. Das heißt, Schretter, er spielt auf der linken Seite, auf der Position von Höpster. Und Perstaller übernimmt die Schretterposition so als hängende Spitze hinter Burgic. Noch ein Wechsel, und zwar auf Rapid-Seite. Beliwan raus, sicher noch nicht hundertprozentig fit nach seinen Fieberanfällen. In der Zeit, als Rapid in Litauen spielte, für ihn neu im Spiel Drazan, heute in seinem 50. Bundesligaspiel. Kein Einstand nach Maß, erste Aktion, erstes Foul, gelbe Karte, harte Entscheidung. Ja, so stellt man sich sein 50. Bundesligaspiel nicht unbedingt vor. Koch, ach, zu hart. Zu hart für eine gelbe Karte, das war ein Foul, okay, aber doch keine gelbe Karte. Versucht den Ball zu spielen, Drazan, wurde aber von Schürgenhofer als gestrecktes Bein gegen den Körper beurteilt und deshalb die gelbe Karte. Foul war okay, Freistoß auch okay, Schretter beim Ausführen. Ruhig abgekehrt. Schretter wartet. Heikkinen nicht. Burgic lässt sich fallen. Drazan links, Kablak in der Zwischenzeit rechts. Schönes Dribbling. Gute Flanke. Knackiger Zweikampf. Jelavic bekommt Geld wegen Kritiks, weil er einen Elfmeter haben wollte. Rapid und die Wiener Austria bekamen die meisten Elfmeter in der letzten Saison zugesprochen. Schauen wir mal hin. Schöne Flanke von Drazan. Naja, ein Zweikampf zwischen Pichler und Salihi. Und deshalb blieb auch zu Recht die Pfeife stumm. Und stumm hätte auch Jelavic bleiben sollen, dann hätte sich die gelbe Karte erspart. Aber man merkt eines, das Spiel von Rapid jetzt ganz anders. Sie haben in diesen 12 Minuten schon genauso viele Flanken geschlagen wie in den gesamten ersten 45 Minuten. Da ging kaum etwas über die Seite. Eder. Jelavic wollte Salihi auf die Reise schicken. Iñaki. Auch in dieser Situation sehr abgebrüht. Stammplatz verloren, aber drängt sich immer wieder im Training auf. Peter Backholt, komm jetzt. Jetzt passt ihm das besser.
schaut man nach, was er mitgegeben hat seinen Spielern und ob sie das auch umsetzen. In der zweiten Hälfte sieht das ganz anders aus. Kaya. Kavler. Gefühlvoll auf Hofmann, aber der bringt den Ball nicht über die Abwehr hinweg. Vorne Burgic gegen Eder. Burgic setzt sich durch. Aber nur Perstall ist dabei. Er muss es alleine versuchen. Eckball müsste es geben. Gibt's auch. Ja, das hätte auch unglücklich ausgehen können für Hedl. Burgic. Dann Patoka mit dem Knie dazwischen, aber Hedl wartet lange im kurzen Eck und deshalb kann ihn sein Abwehrchef nicht überraschen. Eckball Nummer 2 für die Innsbrucker. Schretter wird den Ball wegdrehen vom Gehäuse von Hedl. Aikinen gewinnt das Kopfballduell. Braza mit Schwung. Guter Wechsel auf Hofmann. Kavlak, viel mehr Freiheiten haben die Rapidler jetzt in der zweiten Hälfte. Die Innsbrucker nicht mehr so eng an ihren Gegenspielern ran. Und deshalb schimpft jetzt auch Iñaki mit Löffler zum Beispiel, dass er im Mittelfeld zu weit weg von seinem Gegenspieler war. Eckball Nummer 4 für Rapid. Die Rapidler kommen dem Ausgleich immer näher. Kavlak, keiner bei Hofmann. Sollte auch nicht passieren. Ja, da passt die Zuordnung nicht mehr hundertprozentig bei den Innsbruckern. Aber die Rapidler bewegen sich auch besser. Haben sich vielleicht in den ersten 45 Minuten die Müdigkeit aus den Beinen gelaufen. Harding, Löffler, der hätte jetzt Platz. Koch und Eder. Abraham stößt nach. Kajan trifft keinen Ball. Trifft Burgic. Und auch auf der anderen Seite gibt es keinen Elfmeterpfiff. Ich glaube, jetzt wird es etwas rustikaler, so nach einer Stunde. Ja, Burgic wird eindeutig am Kopf getroffen von Kajan. Den Ball hat er nie gesehen, also hier kann man Elfmeter geben. Schauen wir auf die andere Seite. Ja, auch das war nicht lupenrein, denn Bicker trifft auch eher Jelavic als den Ball. Also zwei sehr haarige Szenen. Eindeutig Chef auf dem Tivoli in der zweiten Hälfte ist Rapid. Auch dank eines Willi Kavler. Abraham löst es vorerst einmal gut. Hat Abraham gewartet, bis Schretter endlich losstartet. Der zögert etwas zu lange. Razan. Schön gespielt.
trifft er nicht, nur den Kopf von Burgic. Dafür kann man, ja, muss man sogar Elfmeter geben. Das ist eindeutig ein Foul gewesen von Kayan. Didi Constantini mit seinem Co. Peischl klarerweise hier auf Besuch. Er hat sie nicht so weit aus dem Stubaital heraus. Harding mit keiner schlechten Partie. Hat jetzt mit Razan wieder einen Wiesel flinken Dribbler bekommen. Noch ein Wechsel bei Rapid. Salihi raus, Gartler rein. Unter den Augen des Landeshauptmanns Plattner. Salihi mit wenig guten Szenen. Kablak. Burgic. Gut gemacht. Löffler hat Freibahn. Rechts läuft Koch. Koch. Katzer zu weit innen. Koch. Verzieht. Schöner Konter der Innsbrucker. So machten sie auch in der ersten Liga viele Tore. Katzer zu weit innen, kann dann Koch nicht mehr folgen. Der war nicht schlecht angetragen. Wenn er in eine Idee mehr mit dem Außenriss erwischt, dann wären die Hände von Walter Kogler nicht am Hinterkopf, sondern Richtung Himmel gewesen. Es gibt jetzt mehr Action in dieser zweiten Hälfte. Das Spiel intensiver, Spiel läuft weiter, Burgic, Eder kommt, Eder geht und der Ball ins Tor, Koch, jetzt macht er den Treffer zum 2:0. Es gibt die gelbe Karte für Hedl, der sich beschwert beim Schiedsrichter, weil die Hütteldorfer meinen, dass es einen Freistoß hätte geben können nach dem Zweikampf zwischen Eder und Burgic. Ja, es war eine gute Rapid-Mannschaft in der zweiten Hälfte, eindeutig besser. Schauen wir nochmal hin auf diesen Zweikampf. Glaube ich nicht, da springt Eder auf Burgic, der bleibt nur stehen, Eder fällt. Schöner Stangepass, da passt alles. Für mich der Treffer regulär. Für Hedl. 2:0 gegen den Spielverlauf, muss man sagen. Der dritte Torschuss erst der Innsbrucker. Daraus resultierten zwei Tore. Und wieder über die rechte Seite. Peer Stahler kommt nicht vorbei. Es war eher eine Frage der Zeit, wann Rapid den Ausgleich erzielt. Aber zwei gut gespielte Konter. Davon einer, der zum Tor führte,
liegt die Innsbrucker mit 2:0 in Führung. Heikkinen. Jelavic, Grazan. Zu hoch. So, jetzt kommt Hedel, läuft auf Schürgenhofer zu und dafür sieht er die gelbe Karte. Gibt es das Foul, aber gegen Rapid, weil Foul von Eder. Ja, drückt ihn jetzt runter, keine Diskussion. Jahre ist es her, dass Innsbruck zuletzt gegen Rapid auf dem Tivoli gewinnen konnte. Knapp damals mit 1:0. Paul Löffler. Hofmann wie in Litauen im Zentrum, Gartler am Boden. Einwurf für Rapid. Katzer vorne. Und wieder. Sehr souverän der Spanier Iñaki, erkennt die Situation sehr früh. Kogler coacht nicht nur, der spielt innerlich förmlich mit. Cercesov, Ex-Innsbruck-Trainer mit Ex-Stuttgart-Bomber Bobic. War im Out. Rapid zeigt sich beeindruckt. Plötzlich ist der Sturmlauf weg. Koch, der Torschütze, am Boden, kam ja vom SV Natters hierher nach Innsbruck. Da gibt es noch immer Probleme. Was passiert, wenn Koch einst verkauft wird? Da wollen will sein Ex-Club noch ein bisschen mitverdienen bei einem Verkauf. Innsbruck lehnt das ab und deshalb hat man auch ein Ablösespiel kurzerhand gestrichen. Abseits.
Korrekte Entscheidung. Jelavic. Bemüht. Holt sich den Ball zurück. Kavlak. Konnte zuvor nicht spielen, weil Gartner im Abseits war. Wieder Kontermöglichkeit. 3 gegen 3. Koch, jetzt muss er es versuchen. Versucht es, das gelingt ihm. Per Stahler, was gelingt ihm? Nichts gelingt ihm. Das wäre es gewesen. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. Klasse gemacht von Koch. Vorbei an Katzer, vorbei an Heikkinen und ja, den muss er fast machen. Den muss er machen. Und das wäre auch psychologisch für die Innsbrucker ein wichtiger Moment gewesen, denn in wenigen Sekunden beginnt die Rapid-Viertelstunde und da wird es nicht nur ein Feuerwerk geben im Rapid-Sektor. Ohne großes Risiko, Harding. Es wird angestimmt. Das Lied zur Viertelstunde, während der Kapitän am Boden liegt. Von Löffler gefällt. Möglichst bald der Anschlusstreffer gelingt, dann ist noch alles drinnen für die Hütteldorfer. Und dann wird man erst recht der Chance von Per Stahler nachweinen. Noch führen die Innsbrucker mit 2 zu 0. Ja, aber das war kein Stürmerfoul, das war der eigene Mann, der Grünwald behinderte. Ja, Jelavic hat gar nichts getan. Zusammenstoß mit Pichler. Der steht schon wieder. Gute Partie von ihm. Harding am Boden. Der Ellbogen sehr hoch von Jelavic. Spiel geht weiter. Wieder eine Kontermöglichkeit. Löffler, jetzt ist zu spät. Ja, Per Stahler weiß, er darf ihn nicht nehmen, sondern Löffler muss ihn wieder selber holen, den Ball. Denn Per Stahler stand im Abseits. Wartete zu lange mit dem Abspiel. Iñaki, souverän. Abraham. Gute Übersicht auf Schretter. Überhastet. Ich glaube gar nicht, dass er den aufs Tor spielen wollte, sondern direkt hineinflanken wollte. Nochmals der Treffer. Aber entscheidend ist nicht das, was wir jetzt sehen, sondern der Zweikampf zwischen Eder und Burgic. Das Tor schön von Koch. Da war nichts zu halten für Edel.
12 Minuten. Zu hoch für Gartler. Bälle für einen Steffen Hofmann. Pichler. Ja. Wieder der Zweikampf Eder und Burgitz. Die schenken sich nichts, die zwei. Eder wird ermahnt, weil er sich theatralisch fallen ließ. Foul von Burgic, keine Frage. Dieses Mal springt er in den Rücken von Eder. Ein ausgeglichenes Duell zwischen Burgic und Eder. Jeder von beiden beendete einen Zweikampf fünfmal als Sieger. Aber den entscheidenden, den gewann Burgic vor dem 2:0 gegen ihn. Erkennen für Drazan, der kommt an den Ball. Drazan. Und Erkennen spielt den Ball ins Aus. Zuletzt auch nicht ganz fit, litt an einer Magen-Darm-Erkrankung, die Nordkurve bebt. 13.600 Zuschauer fanden den Weg ins Stadion. Nächster Konter, Berstaller für Schretter, Schuss und der Sitz, 3:0, das ist es, das war's. Schwarze Serie gegen Rapid mit einem Sieg. Vor 8 Jahren gab es den letzten in Wien mit 1:0, vor 8,5 Jahren hier auf dem Tivoli. Schön gespielt von Per Staller. Schaut auf, Schretter hat Zeit, fast aus dem Stand. Herrliche Schusstechnik. Wieder gab es nichts zu halten für Hedl. Das macht er wirklich gut, Per Staller. Tolle Übersicht, aber auch viel Platz für Schretter. Aber den muss man erst aus dem Stand so treffen. Mr. 50% Marcel Schretter, 4 Torschüsse, 2 Treffer. Wusste nicht, was sich hinter ihm abspielt. Geht kein Risiko ein. Eckball für Rapid. Eckball Nummer 6, während Schretter versucht, sich die Krämpfe aus den Beinen zu schütteln. Noch 8 Minuten. Noch einen Wechsel wird es geben. Bilgen macht sich warm. Könnte sein, dass Schretter raus dürfte, denn der hat offensichtlich muskuläre Probleme. Louis Hoffmann hat die Tafel schon in der Hand. Und so ist es. Schretter darf raus, darf sich feiern lassen für ein grandioses Spiel. Das wird wohl der Matchball gewesen sein.
herrlich getroffen. Aber auch schön vorbereitet von Per Stahler. Bilden kommt. Hat seine Stärken eher in der Defensive. Und die setzt er gleich ein. Nächster Konter. Burgic. So ungenau gespielt. Dasselbe dann von Draza. Herrlich zu spielen für die Innsbrucker, weil Rapid Risiko gehen musste und das Offensivspiel ankurbelte. Da boten sich die Konterchancen, aber die muss man erst nutzen. Eine ließ man aus, aber die anderen beiden saßen. Innsbruck hat genau zum richtigen Zeitpunkt die nötigen Tore erzielt, denn bis zum 2:0 war Rapid klar tonangebend. Gartler. Fünf Minuten noch plus der Nachspielzeit. Freistoß für Innsbruck, wieder mal das Duell Eder gegen Burgic. Das ist Bilgen, kommt den Ball von Abraham, Foul von Heikkinen an Hauser. An der Hand getroffen. Jetzt. Und da zieht er im letzten Moment die Hand noch weg. Kaihart. Fegte da über den Rasen. Bilge. Bringt Zeit für die Innsbrucker. Abraham. Für Hedl heute ein schweres Spiel. So viel gab es gar nicht zu halten. Denn die Innsbrucker waren sehr effizient. Hat keinen Gegenspieler mehr, weil Bilgen sich total zurückzieht. Doch, so einfach geht es nicht, an einem Heikkinen vorbeizugehen. Drazan hat für Schwung gesorgt. Wieder Drazan. Danke von Katzer, kommt nicht durch. Burgic. Wunderschön, wunderschön. Perstaller, zweite Chance, jetzt ein Tor zu erzielen. Hedl schaut ihm tief hinunter.
in den Magen bis zu dem Zwölffingerdarm. Hat genau ihm die Ecke angeboten, um dann dorthin zu greifen. Das kann an einem nagen. 200%ige Chancen von Peer Staller. Dartler. Foul von Heikkinen an Harding. Harding war ja besonders aufgezuckert vor dem Spiel, aber was für eine Chance. Peer Staller muss zwar mit dem schwächeren linken Fuß abschließen, aber macht das nicht wirklich gut. Löffler. 1 Minute plus 3 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Der Aufsteiger feiert seinen ersten Sieg. Foul von Eder und er bekommt jetzt die gelbe Karte. Burgic macht das alles sehr geschickt. Nicht umsonst war er im Vorfeld im Kader des slowenischen WM-Teams nominiert, fiel dann zwar raus. Koch. Einwurf für Innsbruck. Staller. Jetzt will er es mit der Brechstange machen. Jelavic. Verfolgt von Bilgen. Kajan. Querlatte. Hofmann mit dem Kopf, hat eher Seltenheitswert. Schön gemacht von Kajan. Schöne Flanke. Da hätte Grünwald keine Chance gehabt. Und zumindest einen Treffer hätten sie sich verdient. Nicht auszudenken, hätte Rapid hier ein Unentschieden erzielt und Peer Staller diese 200%ige Chancen vergeben. Pichler und Iñaki, die zwei harmonieren bestens in der Innenverteidigung. Hat Koga wirklich gutes Auge bewiesen. Und genau die richtigen dahingesetzt, denn da gab es ja auch die Option mit einem Pichler zum Beispiel oder mit einem Takovic. Nächste Chance! Jetzt wird es zu hoch, auch wenn sich die Innsbrucker freuen. Das sind Räume, die hat man nicht einmal im Training. Auflösungserscheinungen in der Abwehr bei den Hütteldorfern. 4:0. Ja, wenn sie das heute getippt hätten, dann hätten sie sicher einiges Geld mit nach Hause nehmen können. Löffler eingewechselt für den verletzten Prokopitz. Nur Patoka dahinter. Schön gemacht
schneller als Katzer. Und dann lässt er sich diese Chance nicht nehmen. Das war's. 4:0 gewinnt der Aufsteiger gegen Rapid. Nach 8 Jahren feiern die Tiroler wieder einen Sieg über die Hütteldorfer. Höchster Sieg der Innsbrucker in den letzten 10 Saisonen. Bisher gab es einmal ein 2:0 gegen Rapid. Und das passiert den Hütteldorfern auch nicht so oft, dass ihnen überhaupt kein Treffer gelingt. Seit 17 Spielen das erste Mal, dass Jelavic, Hofmann und Co. nicht trafen. 4:0 ist natürlich schön für die Innsbrucker. Das Ergebnis aber klar zu hoch, obwohl man bedenken muss, dass Perstaller 200er noch ausgelassen hat. Rapid war in der ersten Hälfte überhaupt nicht vorhanden. Nach der Pause kam die Mannschaft ganz anders aus der Kabine. Man dachte, es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich gelingen könnte. Aber justament dann kamen die Innsbrucker zu ihrer Kontermöglichkeit. Die erste blieb noch ungenutzt durch Koch. Aber dann nach 67 Minuten war es Koch, der das 2:0 machte. Von da an war Rapid geschlagen, öffnete die Räume und ein armer Hund am heutigen Tag war der Torhüter Raimund Hedl, er steht bei Gerhard Graber. Ja, Raimund Hedl, 0:4 hier im Tivoli zum Auftakt in die neue Saison, ein Abend wie im Horrorfilm. Ja, heute hat gar nichts funktioniert. Hat von hinten bis vorne nichts gestimmt und ja, das ist eine volle Leistung von uns. Was ist die erste Erklärung? Was haben Sie für eine Erklärung, für einen Ansatz zumindest dafür? Na, also das Spiel kann man nicht so knapp nach Schlusspfiff erklären und da reicht die Zeit auch nicht. Das hat eigentlich gar nichts funktioniert. Eventuell vielleicht das Thema Müdigkeit, das heute mitgespielt hat nach dem Europacup-Abenteuer? Nein, das glaube ich, kann ich ausschließen. Die Kraft muss am Beginn einer Saison reichen für 2 Spiele in 3 Tagen. Also das kann sicher nicht die Ausrede sein. Wir sind relativ früh in Rückstand geraten und hatten dann überhaupt kein Mittel gefunden, da nur ansatzweise Fußball zu spielen und dadurch, ja, ist dieses Ergebnis zustande gekommen. Für Sie als Tormann heute die pure Machtlosigkeit? Ja, wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam. Also es war heute sehr viel zu tun. War gerade sehr viele Chancen noch zusätzlich. Insofern kann man auch bei der Höhe sagen, tja, wir haben verdient verloren so. Wie sehr berührt Sie momentan persönlich diese ganze Geschichte mit Helge Beier und dass Sie jetzt die Nummer 1 sind? Hat das irgendeinen Einfluss? Auf was? Auf Ihre Leistungen, auf Ihr Denken, auf Ihre Gefühle? Auf das Ergebnis hat das keinen Einfluss. Ich probiere mein Bestes zu geben und wir probieren gemeinsam zu gewinnen. Danke. Ja, allzu viel hat er nicht herausgeschaut. Trotz des Offensivdrangs der Hütteldorfer nur ein einziger Schuss aufs Tor in der zweiten Halbzeit. In der ersten gab es auch nur einen einzigen. Schretter, der Matchwinner mit 2 Treffern, aber es war insgesamt eine mannschaftliche, geschlossene Leistung, die hier die Innsbrucker auf dem Tivoli abrufen konnten. Das entscheidende Tor wahrscheinlich, das 2:0, das erzielte Koch, der zuvor noch eine große Chance ausgelassen hat. Ja, Fabian Koch, für Sie heute Nachmittag wie im Traum? Ja, schon. Also wir haben uns erhofft, dass wir gewinnen, aber dass wir so hoch gleich gewinnen, war natürlich unglaublich. Zunächst noch eine große Chance vergeben, dann dieser Treffer zum 2:0. War das schon so etwas wie die Vorentscheidung heute, dieser zweite Treffer? Ja, also die erste habe ich vergeben, dann habe ich mich schon richtig geärgert und habe gehofft, dass ich noch 2. kriege. Den habe ich dann gekriegt und den habe ich reingemacht. Und nach dem 2:0, ja, dann war es eigentlich schon eine kleine Entscheidung. War das für Sie heute das persönliche i-Tüpfelchen, dieses Tor bei diesem Spiel? Ja, unglaublich, dass wir gewonnen haben und dass ich dann noch ein Tor geschossen habe. Das war natürlich, ja, so wie Sie sagen, das i-Tüpfelchen. Ihr erster Bundesliga-Einsatz auch, wie aufregend war dieser Tag heute für Sie? Ja, am Anfang war ich nicht so aufgeregt, aber dann habe ich die Kulisse gesehen, dann bin ich schon ein bisschen, ja, nervös, aufgeregt worden und na, war super dann. Ich bin dann gut ins Spiel gekommen und dann hat es gut gepasst. Spätestens heute auch die richtige Entscheidung getroffen, hier zu bleiben in Innsbruck? Ja,
denke ich, jetzt schauen wir weiter und ich glaube, schauen wir, ob das die richtige Entscheidung war. Aber auf jeden Fall gut. Danke. Was haben wir gesehen insgesamt über die 90 Minuten? Wir haben eine Rapid-Mannschaft nach der Pause gesehen, die versucht hat, zum Ausgleich zu kommen. Was hat dabei herausgeschaut? Ja, nicht allzu viel. Nur zwei Schüsse der Rapidler gingen wirklich aufs Tor. Insgesamt 12 Torschüsse. Jelavic der fleißigste, aber unglücklich heute mit 4 Torschüssen. Schretter auf der anderen Seite viel glücklicher, denn 4 seiner Torschüsse landeten am Ende im Netz. Flanken nach der Pause mehr, vor der Pause viel zu wenig. Aber der entscheidende Treffer hat dann am Ende doch gefehlt. Ein verdienter Sieg der Innsbrucker, vielleicht etwas zu hoch, aber der Aufsteiger besiegt verdientermaßen Rapid. Weiter geht's mit Thomas Rogicic und Hans Kranke im Studio. Peter Bakuls Spieler haben seine Rufe heute wohl nicht gehört. Auch das Zuzwinkern hat offensichtlich nicht funktioniert. Zum Auftakt der neuen Saison in der Tipp 3 Bundesliga. Marcel Schretter, live bei Gerhard Grabert. Ja, Hans Krankl, wir fragen uns jetzt natürlich, wie stark ist diese Innsbrucker Mannschaft wirklich? Wie viel Potenzial steckt in der Truppe des FC Wacker? Ja, mal sehen, was die Zeit bringt. Man kann es nicht nach einem Spiel sagen, aber heute waren sie besonders nach dem 2:0 sehr, sehr gut, auch spielerisch. Und beide Tore vom Schretter, weil ich den gerade gehört habe, waren klasse. Aber das dritte Tor nach diesem Konter, das war vom Feinsten und das war für mich am linken. Die Rapidler kommen gerade hinter uns zum Auslaufen raus und ich habe da jetzt Pfiffe gehört aus dem Rapid-Sektor. Verstehen Sie den Unmut der Fans? Ja, man hat schon gesehen, dass die Fans zuerst
auch nicht wollten, dass die Mannschaft zu ihnen kommt. Die Mannschaft wollte sich verabschieden von den Fans und die Fans haben es anscheinend abgelehnt. Na gut, wenn man 4-0 verliert, dann es ist zum Verstehen. Eine gute Phase hatte Rapid, Hans Krankl, in diesem Spiel. Das war nach dem Seitenwechsel in den ersten 10, 15 Minuten. In dieser Phase haben sich dann auch einige sehenswerte Angriffe entwickelt und es gab dann strittige Szenen. Erste strittige Szene, das Duell Pika gegen Salihi im Strafraum. Elfmeter aus Ihrer Sicht? Ja, na, der spielt der Pika von Innsbruck, wirft sich in den Schuss und der Salihi kriegt natürlich das Übergewicht, fliegt aufs Kreuz. Für mich kein Elfmeter. Gut, dann eine Minute später Kajan gegen Burgic. 62. war's. Also das war ein gefährliches Spiel. Das wollte natürlich der Junge auch nicht, aber er ist mit Fuß am Kopf bei dem Neiner von dem. Kann man unter Umständen geben? Ja, kann man unter Umständen geben, ja. Gut, auf der anderen Seite Danielavic, gefault hier von Pickel, aber wir sehen, das Foul war ja, das deutlich außerhalb. Sehr Schwalbe, das war kein Elfmeter. Ich denke mir, der Schiedsrichter ist bei allen drei Entscheidungen richtig gelegen. Ich würde sagen, alle drei Entscheidungen waren in Ordnung. Richtig gelegen sind vor allem dann die Innsbrucker in der Schlussphase dieses Spiels. Wir schauen uns die drei restlichen Treffer der Tiroler an. Entscheidend mit Sicherheit in diesem Spiel dann bereits das 2:0, das Fabian Koch erzielt hat. Die Tiroler sind einige Konter gefahren, die sehr gefährlich waren. Sehr gefährlich. Nicht nur die Tore, sondern es waren noch zwei andere Konter, die das sehr gefährlich waren. Das war allerdings kein Konter, der weite Ball von Grünwald, dann gewinnen die Innsbrucker gegen die Rapidler. 3-2 Kämpfe. Burgic setzt sich dann energisch gegen Eder durch. Die Frage ist, ob das korrekt war. Passt zur Mitte und der junge Fabian Koch trifft zum 2:0. Die Rapidler haben ein Foulspiel von Burgic zwei an Sachen, Eder reklamiert. Zwei Sachen sind da. Der Batuga verliert das Kopfballduell und dann ist eine strittige Situation mit dem Eder, aber auch das muss man nicht geben. Und hier ist der Konter sehr, sehr gut gespielt. Absolut ist sehr gut. Also aus Ihrer Sicht kein Fall, ja, Fußball ist noch immer ein Männersport und ein harter Sport und da muss man eben zur Sache gehen. Ist in Ordnung. Wie bewerten Sie die Vorstellung von Miran Burgic, der diesen Treffer von Koch sehenswert vorbereitet hat? Okay, sehr gut vorbereitet dieser Treffer überhaupt. Haben mir einige Spieler bei Innsbruck sehr gut gefallen. In der Pause hast du mich gefragt wegen Spanier. Der Spanier war in Jaki, der neue Abwehrchef, wirklich klasse, wirklich solid, ganz ruhig und pufft die Ball nicht weg, sondern spielt heraus. Aber ich möchte besonders einen hervorheben, der am Aufgehen ist, über den haben wir nicht gesprochen. Das war der zweite junge Innenverteidiger, Bichler. Sehr, sehr interessanter Spieler. Der von den Red Bull Juniors gekommen ist aus der ersten Liga. Und hat noch nicht oft oder beziehungsweise das erste Mal Bundesliga gespielt, eine sehr gute Vorstellung. Also Injaki und Bichler, das neue Innenverteidiger-Duo bei den Innsbruckern, dann in der 82. Spielminute sogar den dritten Treffer erzielt haben. Marcel Schreter, der Schütze des ersten Treffers, hat auch das 3:0 erzielt. Die Auflösungserscheinungen bei Rapid waren da schon augenscheinlich. Viel Platz für Schreter, Koch, Berstaller war es, sieht ihn ganz genau und ein trockener Schuss mit links, wie einst Hans Krankl, könnte ich jetzt sagen. Kann man so sagen. Ja. Also ich muss sagen, das war für mich das schönste Tor. Sehr schön vom Berstaller gesehen. Der Rückpass und der Schuss vom Schreter war allererste Klasse. Aus dem Stand mit dem Linken unhaltbar. Sensationell. Also die Innsbrucker mit einem tollen Comeback in der Tipp 3 Bundesliga. Und Gerhard Grabert gratuliert jetzt dem Trainer Walter Kogler. Ein 4:0 über Rapid zum Auftakt. Walter Kogler, ein Ergebnis, mit dem Sie leben können? Ja, natürlich können wir das Ergebnis gerne mit. Wir können damit sehr, sehr gut leben. Aber ja, das Ergebnis ist ganz klar. Aber ich denke, wir haben auch lang müssen sehr, sehr hart kämpfen, dass wir dann letztendlich auch klar gewinnen. Marcel Schreter wieder mit einem Doppelpack. Der Bursche hat in der ADEC schon für Furore gesorgt. Ist er eine absolute Schlüsselfigur mittlerweile in Ihrem Spiel? Ja, war im letzten Jahr sehr, sehr wichtig. Und das wird auch in diesem Jahr sein. Also davon gehe ich aus. Was sagen Sie zu den Neuen? Haben sich die schon besser und schneller vielleicht sogar eingefügt, als Sie selbst dachten? Ja, zumindest was das heutige Spiel anbelangt, sicher. Also es hat jeder der Neuzugänge hat absolut entsprochen. Und das ist eigentlich was man vielleicht im Vorfeld nicht immer erwarten darf. Ja, und deswegen, das war schon in Ordnung. Wie haben Sie Ihre Mannschaft heute generell erlebt, den ganzen Tag über und auch in diesen 90 Minuten?
Sie waren sehr konzentriert, also und trotzdem locker, ja, weil es ist auf die Gefahr große Erwartungshaltung ausverkauft oder sehr viele Leute im Stadion, guter Gegner, dass man dann verkrampft, aber die Lockerheit, die sie auch im Dogcup haben oder im Vorfeld des Spiels haben sie dann gleich am Platz mit übernommen. Was machen Sie jetzt mit diesem Ergebnis? Auf die Euphorie Bremse steigen oder Euphorie aufbauen? Nein, weder noch, ganz klar ansprechen, was gepasst hat. Und es waren auch Phasen drinnen, das hat nicht so gepasst. Ja, gepasst hat die Einstellung, der Kampfgeist. Auch in Phasen, wo Rapid überlegen war, hat uns der Siegeswille oder die Ordnung und die Leidenschaft geholfen, dass wir das Spiel zumindest nicht aus der Hand gegeben haben. Das waren so Sachen, immer wieder der Wille nach vorne zu spielen, das müssen wir beibehalten. Aber man hat schon gesehen, dass Rapid nicht zu Unrecht da eine Spitzenmannschaft ist. Den letzten Tiroler Innsbrucker Sieg gab es vor 8 Jahren über Rapid. Da waren Sie noch Spieler, da war ein gewisser Jogi Löw hier Trainer. Macht das noch vielleicht einen Tick besonderer heute? Naja, das sind Statistiken. Also, ja, ist eine lange Serie, wenn eine Mannschaft gegen andere nicht gewinnen kann. Aber es ist irgendwann jede Serie einmal zu Ende. Deswegen weniger irgendeine Nostalgie dahinter. Dankeschön. Also der FC Wacker schlägt Rapid ganz klar und deutlich mit 4:0. Und den letzten Treffer des Abends, den wollen wir uns auch noch ansehen. Der ist in der Nachspielzeit gefallen. Thomas Löffler hat ihn erzielt. Ganz allein ist er da vor Raimund Hedl aufgetaucht. Hedl oder Peier, das war das große Thema. Wir können festhalten, Raimund Hedl konnte bei keinem einzigen Gegentreffer irgendwas machen, oder? Absolut nicht. Das ist auch kein Thema bei dem Spiel. Die Hintermannschaft oder die ganze Mannschaft, nicht nur die Hintermannschaft, hat den Hedl in Stich gelassen. Und bei diesem vierten Tor, da sieht man absolute Auflösung in der Rapid-Verteidigung. Es ist überhaupt keiner mehr da. Der Spieler von Innsbruck, der Junge läuft sich frei und geht in der Mitte durch. Totale Auflösung. Welche Reaktion von Rapid erwarten Sie in den nächsten Tagen? Naja, sie haben jetzt das Europa League-Rückspiel, das muss gewonnen werden. Das war eine gute Ausgangsposition, weil sie auswärts schon gewonnen haben. Das werden sie überstehen und dann werden sie sich vorbereiten auf das erste Heimspiel. Und Sonntag gegen Wiener Neustadt. Da wird es rascheln, so wie ich immer sage. Es wird jetzt rascheln bis zum Wiener Neustädter Match. Und wenn sie haben ein Match verloren, das allerdings deutlich und in dieser Höhe nicht für Rapid angenehm. Finde ich sehr, sehr schlecht. Aber es ist ein Spiel und jetzt geht's auch. Und jetzt spielen sie zu Hause und werden versuchen, alles gut zu machen.